Ich möchte gerne erzählen von ein paar verschiedenen Änderungen, die wir hier in Bern, in der jüdischen Gemeinde in Bern, gemacht haben in den letzten 3 Jahren. Ich bin Rabbiner Michael Kohn, ich bin Rabbiner der jüdischen Gemeinde Bern, die JGB, und ich bin Rabbiner hier in den letzten 3,5 Jahren. Ich bin selber modern orthodox und das bedeutet, dass ich liebe Paradoxen. Und aber es ist wichtig zu sagen, dass es bedeutet für mich, dass ich versuche orthodox zu sein, aber ich möchte auch gleichzeitig modern werden. Und modern zu werden für mich ist, dass ich versuche, die Werte von Modernismus zu erinnern. Und das geht sehr oft, auch wenn man orthodox ist. Aber manchmal ist es wichtig, dann bewusst zu werden, wann ist man weniger oder mehr orthodox, oder vielleicht wann ist man ganz klar innerhalb die Grenzen von normativ orthodox Judentum, und wann ist man zum Beispiel wann ist man mehr oder weniger modern. Und und das ist für mich, was es bedeutet, dann modern orthodox zu werden. Es ist wichtig, eine Balance zu finden zwischen diese zwei Ideen und Werten. Und es ist auch wichtig, dann, wie ich gesagt habe, bewusst zu sein, wann ist man mehr oder weniger eine oder die andere. Ich möchte zuerst 2 praktische Beispiele geben über Frauen im Judentum oder Frauen in meiner Gemeinde und dann nachher ein bisschen erzählen über wie macht man solche Entscheidungen in einem Gemeindesetting. Aber die 2 Beispiele, die ich erzählen möchte, ist über Frauen und was hier in der JGB Schrifterklärungen heißt. Das ist eine Rede, einfach ein Predigt. Und das zweite Beispiel ist Frauen, die Kaddisch sagen. Kaddisch ist ein Gebet, ein sehr wichtiges Gebet im Judentum. Und in diese 2 Beispiele gibt es eine Änderung hier in Bern in den letzten 3 Jahren. Das erste Beispiel ist über Frauen und Predigten. Wir hatten in Bern eine Regel, wenn ich kam, das war, dass die Männer könnten seine Predigt halten in der Synagoge von dieser Podium, die wir dort haben, das Podium, wo wir verschiedene Rituale machen, zum Beispiel aus der Tora lesen, das heißt Bima. Und von dieser Bima könnten dann die Männer seine Predigt halten. Die Frauen könnten das nicht, die Frauen müssten dann später nach dem Gottesdienst ihre Predigt halten von oben, wo wir uns sammeln für Kaffee und etwas zu essen nach dem Gottesdienst. Und ich glaubte und ich glaube das immer noch, dass das sollte eine Möglichkeit wäre auch für Frauen. Es gibt
Es gibt sehr wenige große Gründe für, warum eine Frau dort nicht reden sollten. Es ist wirklich nur ein Problem oder eine Herausforderung mit einem Gefühl vom Fremd. Und dass wir nicht gewöhnt sind, dort eine Frau zu sehen. Aber von jüdischem Gesetz her ist das nicht eine große Herausforderung. Es ist möglich, aber das ist eine andere, tiefere Diskussion. Es ist möglich, dass es vielleicht soziale Gründe, Gesetze, die vielleicht in einer ultraorthodoxen Gemeinde gelten, aber hier in Bern haben wir diese nicht. Und wir, das bedeutet, dass ich als Rabbiner und die Synagogekommission, wir haben dann entscheidet, dass die Frauen sollen auch das Predigt halten von in der Synagoge während dem Gottesdienst, aber zwischen, wie alle das machen, zwischen zwei Teile in der Gottesdienst und von diesem Podium reden. Und das war eine große Änderung. Nicht so einfach für viele, weil es wirklich ist, fremd dort eine Frau zu sehen. Und das ist, das finde ich, das ist okay. Es ist ein wichtiges Gefühl in der Synagoge, dass man spürt, dass hier bin ich zu Hause, hier bin ich gewöhnt und ich weiß, was hier passiert. Das ist ein sehr wichtiges Gefühl, wenn wir in der Synagoge sind. Und es ist wirklich ein Problem heute, wenn jüngere Leute nicht so viel in die Synagoge gehen, ist es dann schwierig für sie, dieses Gefühl zu bekommen. Und das ist, dann ist es natürlich auch nicht einfach, dann dieses Ort zu machen, also die Synagoge zu machen, als ein Heimat oder Zuhause. Aber das ist, so deshalb finde ich, dass es ist nicht so, dass es nicht, wichtig ist, wenn Leute finden, dass eine solche Änderung fremd ist und schwierig ist. Aber wir müssen in diesen Fragen, wenn wir über Frauen oder Änderungen im Judentum reden, wir müssen einen Unterschied machen zwischen die Sachen, die schwierig sind, ähnlich jüdisch Gesetz und die Argumenten und die Sachen, die schwierig sind für sentimentale Gründe oder andere Gründe. So, von jüdisch Gesetz her war es nicht so schwierig, aber es war schwierig, weil dieses Podium während der Synagoge zu reden, ist wirklich, das ist etwas für uns sehr fremd. Das andere Beispiel und die andere Änderung, die wir gemacht haben, war, dass die Frauen sollen jetzt Kaddisch sagen. Kaddisch ist ein wichtiges Gebet im Judentum. Es ist wichtig, besonders weil es hat eine lange Tradition und wir sind gewöhnt, Kaddisch zu hören, von Familienmitgliedern besonders, die dieses Gebet sagen. Wir benutzen das in Erinnerung für Gestorbene. Und deshalb hat es eine sehr wichtiges sentimentales Werte. Und ich möchte sehr gern, dass Frauen beginnen oder für mehrere Frauen Kaddisch sagen. Das ist etwas, was ist, es ist nicht ja, sehr üblich
in Bern oder in der Welt im Allgemeinen, dass Frauen selber Kaddisch sagen. Es ist sehr oft von einem Mann gemacht, ein Familienmitglied gemacht, auch wenn es wirklich die Aufgabe ist, für die Frau das zu sagen. Und die Synagogekommission und ich, wir haben dann beschlossen, dass wir möchten sehr gern die Frauen fördern, dass die Frauen selber Kaddisch sagen. Und dort gab es eine kleine Grund in Halacha, also jüdisch Gesetz, für warum Frauen das nicht selber sagen sollen. Das war ja in allgemein, soll ich sagen, dass es war ein Grund dafür, warum Frauen nicht dasselbe sagen sollen, weil es gab, besonders hier in der Schweiz, vor 200-300 Jahren gab es dann eine Tradition, dass nur eine Person in der Gemeinde Kaddisch sagt für alle. Und es ist so genannt als eine schweizerischen Minhag, eine schweizerische Tradition, dass nur eine Person Kaddisch sagt in Erinnerung für alle Verstorbenen. Und dann war es dann ganz klar, besonders für 200-300 Jahren, dass ein Mann das macht. Verschiedene Gemeinden haben dann weg von dieser Tradition gegangen und man hat dann selber und einzelne Personen haben dann Kaddisch gesagt. Und jetzt, es ist immer noch so in unserer Gemeinde hier in Bern, dass wenn man zum Beispiel eine Jahrzeit hat, dass man in eine Erinnerung macht für eine Verstorbene, dann sagt man selber Kaddisch, dieses Gebet. Und das bedeutet, dass wir jeden Schabbat haben wir mindestens zwei oder drei, die dann gleichzeitig und zusammen Kaddisch sagen. So, wenn wir dann diese Tradition nicht mehr haben, dass nur ein Person Kaddisch sagt, dann gibt es dann mindestens ähnlich, also für mich gibt es dann eine Möglichkeit dann, dass die Frauen dann auch Kaddisch sagen zusammen und gleichzeitig mit den Männern. Das ist auch nicht eine große Änderung, es ist nicht es ist auch ein Teil von auch heutigen normativ jüdisch Gesetz. Es gibt mehrere orthodoxe Synagogen in der Welt, die das auch machen. Es ist nicht etwas Besonderes auf eine Grenze, aber es ist mindestens, es ist eine große Änderung hier in Bern. Und in allgemein, wenn eine Synagoge das eine solche Änderung macht, dass man versucht dann die Frauen, dass die Frauen mehrere Gebete sagen, nicht in der Öffentlichkeit, aber in der Synagoge laut, das ist für eine Gemeinde ist das eine Änderung. Und was diese zwei Änderungen dann gemeinsam haben, ist, dass es ist wirklich nicht eine nicht so, dass man neu dann die Texte gelernt haben und interpretiert haben. Es gibt nicht jetzt also neue Erklärungen an alte Texte oder dass wir die Gesetze jetzt also ändern zum Beispiel. Es ist wirklich Änderungen, die gemacht sind, wo die Möglichkeit dann schon da waren. Es war einfach nicht so gemacht. Und das möchte ich sehr gern betonen, weil wenn wir über Frauen im Judentum reden, ist es
Und besonders Frauen im Judentum und Orthodoxie, ist es sehr oft, dass wir dann an große Gesetzänderungen überlegen. Dass wir sprechen von Ritualen, die nie so gemacht waren, und wir möchten Ritualen ändern, die zu etwas ganz anderes. Und ich glaube, wir sollen überhaupt nicht dort beginnen. Es gibt heute viele verschiedene Rituale, die Frauen einfach nicht machen, weil so haben wir es nicht gemacht. Und sie sind zum Beispiel, viele sind dann erlaubt von unseren Texten und ähnlich unsere Gesetze, ähnlich Halacha, jüdisch Gesetz, gibt es viele, viele Möglichkeiten, die wir jetzt nicht benutzen. Und auch wenn es erlaubt ist. Ich möchte dann, also und diese zwei Beispiele sind, glaube, betont das. Ich würde dann auch zum Beispiel ein anderes Beispiel ist unter eine Chuppa zum Beispiel. Eine Chuppa ist ein Baldakin, die wir benutzen, wenn wir eine Hochzeit haben. Und dieser Baldakin ist sehr oft dann unterstützt von vier Personen. Und diese vier Personen sind dann, wie ich das gesehen habe, ist es immer Männer. Und dort gibt es zum Beispiel eine Möglichkeit, dann eine Frau dann mindestens nicht in Öffentlichkeit, aber in Zentrum dann so platzieren. Und es gibt keinen Grund, ich weiß überhaupt keinen Grund, warum wir nie eine Frau für diese Aufgabe nicht benutzen. Und mindestens in traditionelle Gemeinden machen das nicht. Und dann ist dann, dort gibt es dann eine Möglichkeit, unser Gefühl zum Beispiel zu ändern, wenn wir eine Frau dann in der Synagoge sehen oder an diesem Podium sehen zum Beispiel oder in English you would say that when you see women in the front, in the center, und das gibt uns sehr, sehr oft in traditionellen Gemeinden dieses Gefühl von fremd oder das ist etwas, was wir nicht gewöhnt sind. Und das können wir ändern, und wir müssen das nicht ändern. Wir müssen uns nicht gewöhnt machen mit Änderungen in Ritualen, wo es wirklich eine Grenze gibt, ähnlich jüdisch Gesetz oder Tradition. Wir sollen und können beginnen mit Sachen, die einfach nicht so gemacht waren oder mindestens in den letzten drei Generationen waren nicht so gemacht. Und dann müssen wir keine Spaltungen machen. Wir müssen nicht jüdische Gesetze neu erklären oder interpretieren. Wir möchten nicht sagen, dass dieses Gesetz ist jetzt altmodisch oder es gilt nicht mehr zum Beispiel. Alle diese Das zu sagen, ist sehr, sehr schwierig und problematisch und macht große Herausforderungen für jüdische Gemeinden und das jüdische Volk. So, deshalb sollen wir dann zuerst beginnen mit den Sachen, die erlaubt sind, die wir